Okay, hallo Philipp. Stell dich doch mal ganz kurz vor erst. Ja, hallo, ich bin der Philipp Gienand von Lingua TV, komme aus Berlin und bin hier Teilnehmer und Sponsor vom Corporate Learning Camp 2014. Okay, also dann beantwortet das schon meine zweite Frage fast. Warum bist du auf das Barcamp gekommen? Um es zu sponsern? Nein, nicht um es zu sponsern. Ich war letztes Jahr als Teilnehmer da und war total begeistert und habe den Karl-Heinz Pape kennengelernt und habe dann gesagt, das möchte ich unterstützen, das Format, die Organisation. Und deshalb bin ich heute als Teilnehmer und als Sponsor da. Und ja, also die ersten, was haben wir jetzt, den ersten halben Tag super begeistert. Also wirklich toll. Du warst ja auch als Teilgeber, als Sessiongeber dabei. Was war das Thema deiner Session? Also mein Thema meiner Session war Erfolgsfaktoren von Videotraining im Corporate Learning. Wir machen ja als Lingua TV schon seit 6 Jahren Schulungsvideos, Trainingsvideos und haben da sehr viele Erfahrungen gesammelt. Die wollte ich mitteilen, Tipps geben. War ganz interessant. Auch die anderen Teilgeber oder anderen Anwesenden haben ihre Erfahrungen geteilt und das war sehr, sehr interessant. Ja, es waren ja auch etliche Leute da. Also auch Leute, ich war auch da und etliche, die bereits Erfahrungen gemacht haben, sowohl mit dem Video erstellen als mit dem Videoeinsatz. Hast du was gelernt? Was hast du gelernt daraus? Naja, also für mich war ganz interessant mal die Abfrage, wie viel von den Teilnehmern, das waren so glaube ich circa 20, 25 oder so, schon Video eingesetzt haben. Da waren 50%, die also praktisch Video schon eingesetzt haben, aber auch 50%, die noch kein Video eingesetzt haben. Das war für mich mal interessant. Ansonsten sehr viel gelernt, dass die Anforderungen und diese Erfolgsfaktoren ganz, ganz wichtig sind, dass nicht Video gleich Video ist, sondern für Video braucht man ein didaktisches Konzept und muss es einbetten in einer Lernumgebung. Ja, und viele einzelne Sachen, wie zum Beispiel Akzeptanz des Videos. Also da kommt es nicht nur darauf an, dass es professionell produziert ist, es kann auch ein bisschen amateurhaft gemacht sein, es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an. Es muss akzeptiert werden vom Lernenden und nur dann haben wir da auch einen Lerneffekt. Dann kannst du noch was dazu sagen, wann, wie, wo diese Videos sich angeschaut werden, ob die auch auf On-Demand sich angeschaut werden oder... Ja, wie es eingesetzt wird. Ja, also der Trend, glaube ich, geht tatsächlich zu einer Auflösung zwischen dem reinen Arbeitsumfeld und dem reinen Lernumfeld. Ich glaube, Arbeiten und Lernen verschmilzt. Also bei uns auf der Plattform ist es sehr modular. Da kannst du mit 5 Minuten Zeit investieren schon anfangen und einen Lernerfolg, einen Lernfortschritt erzielen. Und deswegen glaube ich ganz einfach, dass man auch während dem Arbeiten in der Praxis für die Praxis lernen kann. Und deshalb verschmilzt es viele, glaube ich, nutzen dann auch die Freizeit und lernen mal am Wochenende oder am Abend. Jo, jetzt wäre noch eine Frage, welche Session hast du dir als nächstes ausgeguckt? Entschuldigung, kannst du nochmal wiederholen? Welche Session hast du dir als nächstes ausgeguckt? Welche willst du angucken als nächstes? Also ich habe gesehen, da gibt es eine über Future of Learning. Das interessiert mich vor allen Dingen, weil ich glaube, dass auch Videotraining und Lernen sich weiterentwickeln wird, dass wir noch gar nicht an dem Punkt angekommen sind, wo alles perfekt ist. Und da interessiert mich, was die verschiedenen Teilgeber und Teilnehmer zu berichten haben. Okay, Blick in die Zukunft.